Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video in der Serie der Wandergrill. Was ist eigentlich der Wandergrill? Ja, das ist hier so mein kleiner Grill, mein kleiner Holzkohletischgrill mit Belüftung, den ich mir im letzten Jahr schon gekauft habe. Ich bin eigentlich ganz begeistert von dem Ding. Ersetzt natürlich nicht den großen Grill, den ich noch habe, aber macht trotzdem unheimlich Spaß, wenn man mal unterwegs ist und nicht so viel mitschleppen möchte. Ja, der Grill wird heute von mir genutzt. Ich werde darauf Hirschsteaks machen mit Patatas Bravas, dazu ein paar Speckbühnchen. Wenn ich mein Video dann abgedreht habe, werde ich den Grill schön sauber machen, einpacken. Und dann geht er zum nächsten Teilnehmer. Das wird in diesem Falle Roli Backt sein. Roli hat dann auch 14 Tage Zeit, um sein Rezept auf dem Grill zuzubereiten und wird den Grill dann an den nächsten schicken. Das wird dann der Markus sein. Ja, ich werde jetzt erstmal zeigen, was ich für Zutaten brauche. Hier habe ich die Hirschsteaks, die sind tiefgefroren gewesen, vormariniert. Schmecken eigentlich ganz lecker, hatte ich schon mal. Hier sind die Patatas Bravas. Das sind einfach so kleine Kartoffelstückchen, die sind schon vorgegart und ein bisschen gewürzt. Dann habe ich hier noch meine Prinzessböhnchen. Die habe ich einfach aus der Tiefkühltruhe ins heiße Wasser rein, 7 Minuten ziehen lassen und dann schön kalt abgeschreckt. Und ein wenig Speck, ein bisschen Pfeffer und Salz. Und natürlich brauche ich noch eine Alufolie, ein Messer und meine Grillzange. Ja, und dann ist hier letztendlich auch noch der schöne kleine Grill. So, bevor es jetzt rausgeht, mache ich mir da noch so 2 kleine Alupäckchen. Das eine habe ich schon gepackt, das sind hier die Kartoffelchen. Ja, die braucht man jetzt auch nicht zu dicht zumachen. Ja, das reicht, da kann ich ein bisschen Dampf abgehen, vielleicht sogar noch ein paar Löchchen reinstechen. Als nächstes bereite ich mir dann hier die Böhnchen vor. Ja, dann nehme ich schön von dem Speck. Den lege ich unten drunter. Das kann ruhig reichlich sein. Ja, so dass das alles ein bisschen bedeckt ist. Es wird nachher wahrscheinlich auch so ein bisschen anhaften, aber es wird auch das Fett ein bisschen ausschmelzen und damit löst sich es dann auch wieder besser. So, und da lege ich jetzt einfach noch die Böhnchen oben rüber. So. Möglichst alles ein bisschen längst. Kommt noch ein bisschen Salz. Klein wenig Pfeffer. Und dann kann das Paket ja auch so gemacht werden. So, diese kleinen Päckchen sind dann erstmal fertig. Ich habe mir jetzt hier schon mal meinen kleinen Grilltisch aufgebaut. Wenn ich jetzt unterwegs bin, dann habe ich meistens so 2 kleine Angelhöckerchen mit bei. Da kann man das dann eigentlich auch ganz gut mit aufstellen. Ja, als erstes werde ich jetzt mal den Grill anzünden. Als erstes nehme ich dann mal hier oben das Grillrost runter. Ja, das ist der Kohlebehälter, den habe ich schon mal gefüllt. Ich nehme immer Holzkohle, würde ich auch jedem raten. Ich denke mal, das ist einfach vom Platz her, dass sich das besser aufteilen. So, dann kommt hier unten wieder die Brennpaste rein. Nicht zu viel. Und dann am besten immer mit dem Stabfeuerzeug anmachen. So, dann brennt. Kohletöpfchen wieder auf und Lüfter an. Ich hoffe, das brennt noch. Ja, es brennt noch. So, und dann kann auch schon wieder der Rost drauf. Und dann kann das Ganze jetzt erstmal richtig schön heiß werden. Ja, mit diesem Wandergrill ist bestimmt eine ganz lustige Sache, denke ich mal. Es machen ja einige YouTuber mit. Es wird immer so sein, dass jeder 14 Tage Zeit hat, ihn dann weiterschickt und dann mal schauen, wie lange der Grill das Ganze aushält. Das muss jetzt nicht unbedingt jeder darauf ein Spitzengericht machen, auch einen Wurstspieß oder einfach mal eine Scheibe Fleisch. Das kommt auch immer ganz gut. Dampft hier so ein bisschen, das ist im Moment ziemlich kalt. Ich glaube, wir haben jetzt minus 4 Grad. Es war schönes Wetter gewesen, aber so langsam fängt es an, sich ein bisschen zu bewölken. Hört schon, wie das Ding jetzt ordentlich losknattert. Die Kohle ist schon ganz gut am Glühen. Ich packe jetzt hier schon mal die Päckchen rauf. Das Fleisch, das braucht noch einen Moment, beziehungsweise brauchen diese Päckchen hier ein bisschen länger als das Fleisch. Hier kann man jetzt mal sehen, wie das ist, wenn man Holzkohle hat, die ein bisschen Feuchtigkeit bezogen hat. Also immer unbedingt darauf achten, dass es eine ganz trockene Holzkohle ist. Vielleicht sogar noch mal ein bisschen an die Heizung stellen, über Nacht, dass es richtig durchtrocknet. Ansonsten hat man das immer so, dass es so kleine Explosionen gibt durch die Feuchtigkeit und dann halt doch ein gewisser Funkenflug entstehen kann. Nichts Dramatisches, nicht viel,
Ja, aber es ist halt Funkenflug da, beziehungsweise kann es auch qualmen, wenn die Holzkohle zu feucht ist. Jetzt sind die beiden Teilchen hier eine gute Viertelstunde drauf. Jetzt ist der Grill richtig schön warm, ja, heiß. Und jetzt können auch die Hirschteilchen drauf, die Hirschsteaks. Ja, das immer schön eng legen, dann kann da mehr Hitze sich darunter bilden. Ich lasse die jetzt von beiden Seiten so etwa 4, höchstens 5 Minuten schön auf dem heißen Grill. So, jetzt sind etwa 4,5 Minuten vergangen. Ich werde es jetzt hier mal drehen. So, und jetzt kannst du noch mal 4 Minütchen ungefähr. Ich werde jetzt schon mal so ein bisschen hier runterdrehen, weil ja hier doch schon so ein paar Stellen sind, die ziemlich dunkel geworden sind. Nicht, dass mir das Fleisch nachher zu trocken wird. So, ich habe das eine Fleischstück jetzt gerade mal angeschnitten. Das heißt, ich wollte mal sehen, ob das schon schön gar ist. Und das ist schön gar, das ist genau richtig, so wie ich es haben möchte. Also kann ich jetzt mit dem Anrichten beginnen. Als erstes nehme ich hier mal so ein paar Kartoffelchen, gucken, wie sich die rauslösen lassen. Naja, die hacken natürlich unten so ein bisschen. So, als nächstes kommen dann die Böhnchen dazu. Oh, ist das heute kalt. So, natürlich auch ein bisschen was vom Speck oben drauf. Wichtig. Ja, hier am Grill ist jetzt ganz angenehm, aber wenn man ein bisschen abseits steht, ist halt echt frostig heute. So. Und als nächstes kommt dann das Fleisch. Dann schneide ich dann hier so ein bisschen ein Scheibchen. Aber ein paar Spatzen sehr nah dran. So. Und das kann dann hier mit zu. Und noch ein Stückchen. Also hier, damit man es mal richtig sieht. Das ist also wirklich wunderbar. So muss es aussehen. So. Dann gebe ich noch ein bisschen Pfeffer oben drüber und noch ein bisschen Salz. So, das war's. So werde ich das jetzt servieren. Ja, sieht man es gut? Ja, so werde ich das jetzt servieren. Ja, ganz einfach nur eine Gabel dazu. Man braucht da eigentlich kein Messer. Das Fleisch ist so zart. Das kann man einfach so die Stückchen dann abbeißen. Ja, ich werde jetzt, wenn der Grill wieder sauber ist, ihn einpacken, werden dann zu Roli schicken. Ja, der Kanal Roli backt wird also der nächste Kandidat für diesen Grill sein. Unbedingt mal reingucken, was er sich Tolles einfallen lässt. Wird bestimmt auch wieder was ganz Leckeres sein. So, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche noch alles Gute. Bis bald. Tschüss.